Hi Leute und willkommen zurück zu Lies of P, Folge 4 sind wir jetzt. Und wir sind gerade dabei, das Hotel Krat zu erkunden, in das wir uns ordentlich reingelogen haben. Kann ich hier durch? Ich kann hier durch, okay. Wo führt mich das hin? Es gibt Schwarzmarkthändler, die an verschiedenen Orten in Krat, an denen es trotz der Risiken an öffentlicher Ordnung... Weil das... Ja, jetzt bin ich ja wieder an der Haupttür, ne? Jetzt bin ich ja da, wo ich schon war. Genau, aber da will ich ja gar nicht hin. Also gehen wir wieder rein. Na toll, großartig. Huch. Als Besitzerin des Hotels Krat ist Antonia die Königin der High Society und berühmt für ihr gutes Aussehen, auch wenn die Krankheit... Der Fluch einer SSD, oh nein! Okay, so jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo wir nicht lange sollen. Unsere Waffe ist geupgradet. Wir können den Griff nicht vom Schwert trennen. Unten sind wir gewesen. Ich gehe mal davon aus, ich soll hier lang gehen. Also gehen wir natürlich, ihr habt es erkannt, nicht da lang. Bin mir immer noch nicht genau sicher, was ich machen will. Das kommt jetzt auch ein bisschen drauf an. Also so mit meinen Skillpunkten, mit meinen Attributspunkten. Das kommt allerdings auch ein bisschen drauf an, wie gut jetzt der Entehaken zum Beispiel ist. Weil wenn ich merke, dass diese Legionswaffen ziemlich gut sind, das ist fest verschlossen. Okay, brauchen wir den Schlüssel. Kriegen wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Kriegen wir vielleicht irgendwann. Wenn wir merken, dass die Legionswaffen ziemlich gut sind oder zumindest okay genug oder cool genug, um damit ordentlich zu spielen, dann werde ich auf jeden Fall auf Legionswaffen skillen. Aber ansonsten wird es vermutlich sowas wie Geschicklichkeit. Du benötigst Schlüssel für den Eingang rosa innerhalb Straße. Das ist okay. Habe ich nicht. Aber ich habe genug Stamina, um hier rüber zu rennen und dann wenigstens hier mal zu gucken. Ach so, hier war nur zu. Ist hier nicht irgendwas? Nee? Okay. Na gut, dann folgen wir dem offensichtlichen Weg. Dem einzigen Weg, den wir gehen können. Nämlich dem Weg hier raus. Und wenn er seine Waffe zieht, dann weiß ich, ich bin richtig. Ansonsten... Gegenstände können von Polendina beim Hotel erworben werden. Das ist der... Ja, Butler ist nicht das richtige Wort. Der Rezeptionist, der Hotelangestellte, der Roboman, Robobobo. Du öffnest die Tür, ohne dass du sie einschlägst. Das hast du gut gemacht, Pinocchio. Ich bin sehr stolz auf dich. Venigni kann verschlüsselte kryptische Gefäße entschlüsseln. Mit der Entschlüsselung kannst du Hinweise auf seltene Gegenstände finden, die in Krat versteckt sind. Schatzkarten. Cool. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Und überall Leichen. Cool, cool, cool. So, er zieht seine Waffe. Ich mache meinen Sound lauter für mich. Eingang Illusion Boulevard. Bewölkter Morgen. So, wir gucken uns um. Ich versuche mich nicht jumpscaren zu lassen von der Lautstärke des Spiels und von eventuellen Gegnern, die gleich aus dem Offscreen auf mich drauf springen und mich zerfleischen. Ich habe es nicht geschafft. Hey, let's be more careful. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. Der konnte sich durch die Luft schwingen. Was natürlich grundsätzlich ziemlich cool ist. Was haben wir denn hier? Kann ich nicht erkennen. Das könnte Brot sein. Ich kann das Glas nicht zerschlagen. Ja, Xbox Game Pass hat wieder gesagt, hey, sehen Sie sich das an, um Punkte zu generieren. Ja, ich brauche keine Punkte, komm, lass mich in Ruhe, ich will da nur spielen. Hier ist wieder ein Stargazer, das ist ganz nice eigentlich. An den können wir uns dann wieder ranporten, wenn wir das benötigen sollten. Was ist denn da oben? Jacques. Da drin brennt Licht, aber wir kommen da nicht ran. Nicht rein. Wir hören Ratten. Sehen aber keine. Aber ich höre Schritte. Große, schwere Schritte. Na gut. Ah, es sind keine Schritte, es sind Schläge. Der hat keine Ahnung, dass ich da bin. Der hat keinen Kopf. Der hört und sieht mich nicht. Erwischt. Jetzt gibt's nochmal richtig dickes Schwert. Ah! Okay, vielleicht gibt's Schwert auf mich.
Ja, ich habe ja gesagt, wir benutzen mal das große Schwert ein bisschen. Das werden wir auch mal tun. Einfach, dass wir sehen, wenn wir es schon bekommen haben. Eine Wurfzelle. Lass mich raten, die kann man werfen. Eine Batterie mit großer Leistung, die geworfen werden kann. Verursacht Elektroblitzschaden. Ah, okay. Nach dem Puppenwahn begannen die Menschen in ihrer Verzweiflung Widerstandswaffen herzustellen. Es wurden viele Wurfwaffen hergestellt, die gegen die anrückenden Feinde hervorragende Ergebnisse erzielten. Okay, ist also gut gegen Puppen. Also gegen all unsere Gegner. Clemens. 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 Jetzt gibt's richtig Schelle in den Arsch. Oh cool, man kann den Heavy Attack mit einem Quick Attack kombinieren. Das ist cool. Also wie gesagt, das Kampfsystem, da kann man sich nicht drüber beschweren. Das ist eigentlich ziemlich gut. Sehe die Zukunft. Die großartigste Stadt der Welt. Y. Das ist stylisch. Das gefällt Papa. Aber insgesamt ist die Waffe halt sehr langsam. Deswegen. Ja, mal ein bisschen damit experimentieren. Mother Fairy, die Mutterfee. Ist, glaube ich, okay. Aber ich glaube, es werden eher. Elysian Boulevard was a regular rich people row. You wanted fancy boutiques and shops. No place better. But that was long ago. Before the puppet frenzy. Warum zuckt denn sein Arm so? Was ist denn mit dem Pinocchio? Oh. Ab und zu mal die Nase anzugucken, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Wir gucken mal. Naja, ist eine normale Nase. Okay. Kein riesiger Zinken wie bei einem Goblin. Huh. Enterhaken. Okay. Das ist ziemlich cool. Das ist aber eher gerade Utility, als dass es irgendwie was Gameplay, also kampftechnisch beeinflussen würde. Also es macht halt nicht den enormen Schaden, wie ein Granatwerfer jetzt zum Beispiel machen würde. Wobei ich mir sicher bin, dass man sowas wie einen Granatwerfer bestimmt kriegen kann. Dann kannst du dir einen Unterarm-Granatwerfer an den linken Arm ranbauen. Dann kannst du einfach so Sachen wegschießen und alles wegsprengen und da hinten steht jemand mit dem Dogger und... Komm her. Ah, es ist noch einer. Komm her. Komm her, Dogger. Ja, komm. Oh, der schießt. So, wir lassen den springen. Ausweichen. Da kommt noch einer. Das ist nicht gut. Ne. Kriegen wir alles gebacken? Ich habe vergessen, die Lampe anzumachen. Machen wir noch. Damit ihr was seht. Ich weiß nicht, wie weit YouTube das runterregelt. Wäre nicht so gut. Erst wieder schleifen. Kostet ja nichts. Aber ich glaube, ich bleibe trotzdem bei der Waffe. Ich finde die trotzdem cooler. Ich bin momentan ein großer Fan von so Geschicklichkeitswaffen. Ein Sternenfragment. Okay. Wo ist es? Ah. Ein Meteoritenfragment, das in verschiedenen Teilen von Grat gefunden werden kann. Es kann ein Risswurf vor einem Bossbereich verwendet werden, um ein Gespenst zu beschwören. Sternfragmente durchqueren die Dimensionen und erfüllen menschliche Wünsche. Wenn du es dir verzweifelt genug wünschst, können sie vielleicht jemanden herbeirufen, der helfen will, diese Welt zu retten. Also ein Multiplayer-Item, oder wie? Ähnlich wie man es schon aus Dark Souls, Bloodborne und Elden Ring kennt. Vielleicht ein Item, mit dem man den Multiplayer dann starten kann. Um andere Spieler zu beschwören. So, da kam ich her. Da hinten ist nur ein Shortcut. Also sind wir auf dem richtigen Weg. Erstmal das ganze Fett von der Tiefkühlpizza irgendwie runterwürgen. Denn ich ernähre mich meist gesund. Zwinker. Eistee ist mit Pfirsich, das ist quasi Vitamin drin und das war eine Tomate-Mozzarella-Pizza. Das heißt, da war Tomaten drauf. Also auch quasi sowas wie gesund. Wir haben gerade wieder was Neues bekommen. Hier. Gewicht stark reduziert. Okay. Nee. Gewicht stark erhöht. 2,4. Das ist schlecht. Teile, die Puppenrahmen verbessern. Sie absorbieren physischen Schaden. Eine Sonderanfertigung für Lada, die Werkstatt für Puppenteile. Sie ist seit langem im Einsatz und daher trotz ihres hohen Gewichts zuverlässig. Komm, wir machen das einfach mal. Auch darauf die Gefahr hin, dass wir jetzt... Wenn deine Ausrüstung schwerer wird, verringert sich deine Bewegungsgeschwindigkeit die Geschwindigkeit der Ausdauerregeneration. Ah, aber nicht die Dodge-Animation oder was? Das ist ja verrückt.
Wenn ich trotzdem mit Heavyweight schneller dodgen kann, das wäre natürlich cool. Klong, 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 klong. Jergo ist live, steht da. Da, wir sehen es genau. Stimmt. Die Ressource, mit der wir leveln, ist Jergo. It's Jergo time. What the fuck? Jesus Christ, mein Dude. Puh. Ja, hast du verdient, Alter. Oh. Jetzt brauche ich erstmal eine Zigarette. Und dabei bin ich nicht Raucher. Zong. Okay. Der kann nix. Ist ein Beppo. Ist tot. Ist das eine Turret? Nee. Einfach nur irgendwie Strom. Vielleicht kann ich damit Strom umverteilen. Ah, ist ein Shotgun. Ach, das ist der Shotgun. Ah. Bistro de Gras. Champagne, Fine Dining und Homo Machina Service. Homo Machina? Also menschliche Maschinen? Oder wie? Ich hab doch keine Ahnung von Latein. Ich kenne mich doch nicht aus. Ich hasse die Latein. Ist das überhaupt Latein? Ich weiß das nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass die mit den menschlichen Maschinen geworben haben. Legionsmagazin, nice. Weil das macht Sinn, denn darum geht es ja auch irgendwo. Ich glaube, ich werde diese Sägezahnräder eh niemals benutzen. Ich glaube, ich lege mir da jetzt einfach hier so ein Legionsmagazin drauf. Das ist wenigstens realistisch, dass ich es mal verwende. Wobei es wahrscheinlich eher die... Oh. Geminis Notfallschutz. Wobei ich wahrscheinlich eher die Heildinger die ganze Zeit benutze und dann sonst nix. Nahrung für die Grillenpuppe, die Hilfe von Gemini erhält. Wenn sie eingesetzt wird, wenn es Todesergo zu holen gibt, reduziert sie den Ergo-Verlust, wenn sie getroffen wird. Was? Das Gemini-Modell war so konzipiert, dass es mit Ergo gefüttert werden konnte, um Affinität aufzubauen. Doch niemand hätte sich vorstellen können, dass dieses Modell noch eine weitere Fähigkeit besaß, die noch spezieller war. Keine Sorge, ich werde dich beschützen. Beschützt bei Treffer vorübergehend das Todesergo. Okay, also wenn wir sterben, verlieren wir ganz klar unser Ergo. Das ist ja in jedem Souls-Game so. Immer wieder und immer so soll es sein. Aber... Oh. Hat doch gerade jemanden gehört. Aber ihn habe ich gehört. Hi, mein Dude. Oh Gott, der hat mich geschlagen. Oh, der ist tanky. Der schlägt einfach weiter. Was ist denn mit dem? Sag dem doch mal, dass er aufhören muss. Oh, ich habe so eine langsame Rolle. Oh, ist das schlecht für mich. Ich glaube, ich muss mehr blocken. Nein, der schlägt einfach weiter. Ich will nicht runterfallen. Oh Gott, der U-Turn auf mich drauf. Oh. Ha. Heilen. Okay. Hat er daneben geschlagen? Okay, hab ich unter Kontrolle. Alles gut. Blast ist wieder aufgefüllt. Kann ich mich mit nochmal heilen? Und Attributs, Reinigungsampulle und ein Sternenfragment. Was macht denn diese Ampulle? Attributsstatusleiden entfernen. Eine spezielle Ampulle, die Attributsstatusleiden an der Puppe läutet. Wenn sie benutzt wird, entfernt sie Überhitzung, Elektroschock, Verfall und Verderbnis. Einige Statusleiden sind selbst mit Innenteilen schwer zu überstehen. Die Reinigungsampulle wurde entwickelt, um die Statusleiden an der Puppe sofort zu beseitigen. Merken wir uns, wird in manchen Gebieten vielleicht noch relevant werden. Ich könnte hier jetzt drauf springen. Aber, ich könnte auch darauf springen, aber ich meine, da war ich ja schon. Also warum würde ich das tun? Ja, weil uns da unten waren wir schon, da ist der Shotgun. Da möchte ich nicht hin. Hallo? Geppetto, bist du hier? Vater! Ich suche meinen Vater, haben Sie ihn gesehen? Blocken ist übrigens meistens eine gute Gelegenheit oder eine gute Möglichkeit, um sich an Gegner anzuschleichen und sie dann zu schlagen. Und vielleicht sogar manchmal zu backstabben, wenn man es denn hinbekommt. Oh, da ist noch einer! Da ist noch einer! Oh. Nein!
Aber wir machen irgendwie 2 Damage zu wenig, weil ich nur HP geskillt habe. Au. Okay, komm mal her. So kriegt man die nämlich an einen ran. Okay. Mir geht es nicht gut. Kann ich hier rein? Nein. Mir geht es sehr, sehr nicht gut. Ich möchte aber eigentlich nicht sterben. Ich möchte den No-Death-Run so lange wie möglich... Das ist schlecht. Oh Gott! So lange wie möglich am Leben halten. Mir geht es nicht gut. Müssen wir... ist das hoch. Müssen wir uns mal eingestehen. Pinocchio geht es nicht gut. Ich will nicht lügen. Pinocchio Witz, nice. Aber... uns geht es nicht gut. Nach unten gehen. Okay. Ein Scheinwerfer. Will ich hier lang? Ist das der Weg, den ich gehen möchte? Das sieht so richtig aus irgendwie. So, als würde ich hier lang sollen. Da liegt ein Item. Aber ich lasse mich nicht clickbaiten. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist doch was. Oh, Jesus. Okay. Ich ziehe den nochmal ran. Ha, alles gut. Wir füllen langsam aber sicher die Pulszelle wieder auf. Das heißt, wir können uns gleich heilen. Ah. Versteckter Mondstein, okay. Stell mich hier mal in die Ecke und dann gucken wir uns das an. Ist das Upgrade-Material? Ja. Klingen-Upgrade für bis zu plus 3. Damit könnten wir dann unsere Waffe stärker machen. Das ist ganz geil eigentlich. Trübes Ergo-Fragment. Okay, trübes Ergo-Fragment. Shortcut ist offen, das heißt, wir haben Progress gemacht, auch wenn wir jetzt sterben. Sehr gut, weil wir hier sind hier vorhin gewesen. Ne? Da kamen wir her. Hier haben wir den Shortcut gesehen. Und hier sind wir vorhin lang gegangen. Also gehen wir jetzt da wieder zurück. Ich könnte jetzt, wenn ich schlau wäre, zurückgehen, mich an den Stargazer setzen und mich kurz mal vollheilen. Allerdings respawnen dann auch die Gegner und außerdem wäre es super langweilig. Wir gehen einfach so weiter, wie wir gerade voranschreiten. Das wird schon klappen. Okay, links ist eine Leiter nach oben. Rechts war irgendwas, was geleuchtet hat. Blau geleuchtet hat. Da steht er um die Ecke, ich weiß es. Ja, hahaha. Du dummer, du. Oh, seid ihr funktioniert. Komm her. Komm her. Schlag. Ha, Pulszelle. Okay. Gut. Gut. Ein scharfes Rohr. Ladies. Hört ihr das flüstern? Scharfes Rohr. Ein scharfkantiges Rohr, das geworfen werden kann. Es durchdringt den Feind und fügt ihm durchbohrenden Schaden zu. Manche Wurfwaffen haben allein schon eine große Zerstörungskraft. In Verbindung mit der Kraft der Puppen bedarf es keiner weiteren Worte. Okay. Ich meine, ja, wir können das ja mal hier mit dem Thermit. I don't know. Ich bin doch so ein Horder. Wir heben das auf. So bin ich halt. Ich heb mir mal alles auf und dann benutze ich es nicht. Und dann beschwere ich mich, dass es kacke ist. Oder unfair oder sonst irgendwas, weil ich mir denke, an der Stelle brauche ich das jetzt nicht. Das ist ja viel zu leicht doch. Okay. Bin absichtlich sofort nach rechts gerollt. Ja. Ja, geht nicht. Okay, das ist ein Problem. Ich weiß noch nicht, ob ich das irgendwie umgehen kann, den Typen. Irgendwer ist richtig am Husten. Papier? Komm, hier ist eine Laterne. Heißt das, ich kann hier... mit jemandem reden wie ein Bloodborne? Nee. Okay, der weiß nicht. Der weiß diesmal wirklich nicht. Hab ihn. Gut. Füllt auch gleich die Leiste ein bisschen auf. Ich höre einen Dogger. Der kann nicht so schmeißen. Der kann so weit schmeißen. Yo. Beruhige er sich. Das ist so ätzend, dass ich den nicht da runterziehen kann. Jetzt habe ich keine Punkte mehr. Ah!
Gutes Ergo-Fragment, okay. Wir lassen den da oben stehen. Kann ich hier lang? Nee. Okay, ich muss also da lang. Oh, das gefällt mir nicht. Oh, wie lange der gehalten hat mit seinem Angriff. Ist ja wie ein Elden Ring. Die dann immer so tun. Also Elden Ring ist ganz schlimm, ne? Die tun immer so, als würden sie dich schlagen. Und dann halten die aber ihren Angriff. Ui! Ich wollte meinen Controller gerade weglegen. Okay, ich glaube, es ist gerade eine schlechte Zeit, um den Controller zur Seite zu legen. Oh mein Gott! Der Schaden! Obwohl ich perfekt geblockt habe. Oh weh! Es wird Zeit, von dannen zu ziehen. Ich habe daneben geschlagen. Ich habe ihn tatsächlich einfach verfehlt. Oh nein! Ah! Folge 4! Der No Death Run. Lie or die. Lüge oder sterbe. Der No Death Run ist vorbei. Schade. Ja, war sowieso unrealistisch, dass ich das schaffe. Wir sehen uns, wenn ich wieder da hinten bei meiner Todesstelle bin. Okay, wir schalten wieder ein und sind hier. Und dieses Mal habe ich den erwischt und kann mich nicht einfach umbringen. Lost Jergo recovered. Das lese ich gerne. Nein, ich stecke in ihm drin. So mag ich das nicht. Oh Gott. Hör mal auf, Zeug nach mir zu schmeißen, du absoluter Freak. Stirb. Guck mal, die weichen sogar zurück. Okay, Legionsmagazin. Nice. Also die schmeißenden Typen haben mich ganz schön unter Druck gesetzt vorhin. Was soll ich denn hier so dampfen und rauschen? Achso. Die Seilbahn. Okay. Das macht irgendwie Sinn. Na gut. Hallo? Da noch einer versteckt? Kein Hund? Nein. Die zwei Typen da oben habe ich nicht vergessen, aber ich weiß nicht, wie ich an die ran... ich glaube, ich habe es rausgefunden. Nee. Du machst mir nicht das Leben schwer. Die Typen mit den Stecken... Also ich habe... Ich habe grundsätzlich Probleme mit Gegnern in Souls-like, die einen Speer benutzen. Die bringen mich immer übelst zum Sweaten. Und dann werde ich nervös und dann schlagen die mich. Oh mein Gott, hat der mir die Fresse geballert. Und dann laufen die auf mich zu und dann schlagen die mich und ich kann die nicht parieren, weil die einen Speer benutzen und ich nicht weiß, was ich da drücken soll zum Parieren. Und das ist immer nicht ganz so geil. Und es zieht der rote Faden sich auch in diesem Spiel weiter durch. Okay, hallo. Denn ich habe auch hier wieder nicht geschafft, ordentlich zu parieren, als ich einen Gegner mit einem Speer hatte. Ach, guck mal da. Bam. Auf den Kopf gesprungen. Sägezahnrad bekommen. So, der ist jetzt wieder sehr tanky. Das ist aber eine Truhe. Vielleicht ist es mal Zeit. Also erstmal das Lämpchen. Ach, das Lämpchen war noch an. Vielleicht ist es mal wieder Zeit, ein bisschen Termin zu schmeißen. 300 Schaden. Das ist ganz okay. Oh Gott. Ja. Oh. Nein, nein. Oh Gott. Ja, alles cool. Ja, das läuft auf jeden Fall, wie ich geplant habe. Stop. Okay, jetzt kann ich heilen. Schlagen, schlagen, dodgen. Wie wir es gelernt haben. Schlagen. Wie es uns Papa Dark Souls beigebracht hat. Ich würde sagen, das ist doch ein... Gut. Das war greedy, aber es hat funktioniert. Never greed. Regel Nummer 1 in Dark Souls. Sei niemals zu gierig, um einen Schlag extra reinzubringen, weil das punisht dich so hart. Huh! Komm schon. Okay, Energie ist aufgefüllt. Da kommt noch mehr. Und jetzt. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Yeah, boy. Wir haben ihn. Sternfragment, Attributsreinigungsampulle. Sehr, sehr, sehr gut. Ich habe zwar nur noch eine Flaske zum Heilen, aber wir kriegen dafür ein Lebensamulett. Das klingt gut. Erhöht maximale HP um einen Wert, den ich nicht einsehen kann.
Ich habe... Wo steht das denn? Das muss ja irgendwo stehen. Puppenschnur, achso. Wer ist das denn? Charakterinfo, hier. Wir haben jetzt gerade 343 Lebenspunkte. Und wenn wir das anziehen, dann haben wir... Oh, ich bin überladen. Wenn das Gewicht deiner ausgerüsteten Gegenstände schwerer wird, verlangsamt sich deine Bewegungsgeschwindigkeit und deine Ausdauerwiederherstellung. Wenn du die Gewichtsgrenze erreichst, verlangsamt sich deine Geschwindigkeit stark. Erhöhe deine maximale Ladung, um mehr Gewicht tragen zu können. Okay. Ja, wir sind jetzt erstmal ein Heavy Dude. Bis ich rausfinde, ob das schlimm ist oder nicht. Ein Amulett, das an einer Puppe angebracht werden kann. Für die Bewegung nützliche Informationen und Erinnerungen können in das Symbol eingeprägt werden. Um besondere Kräfte hervorzurufen. Schon das geringste Blinzeln reicht aus, um eine Puppe zu bewegen. Puppen haben kein Leben, aber es reicht, um sie zu bewegen. Reepy! Jetzt habe ich 367. Also ein bisschen mehr HP habe ich schon bekommen. Oh, das ist die Heavy Roll. Nee, das... Das machen wir nicht. Dann vielleicht lieber ein bisschen mit dem Gewicht hier runter. Jetzt sind wir etwas schwer. Und jetzt seht ihr auch, die Rolle ist viel schneller. Okay. Waffenhaltbarkeit erhöhen. Frag mich jetzt, ob ich da hinten irgendwas übersehen habe. Es könnte durchaus sein. Da erleuchtet auf jeden Fall noch was. Also können wir da noch was holen. Hier geht's nämlich rein. Ach, schau an. Brief eines gefrorenen Mannes. Meine Louise, Charlotte, mein Schatz. Ich kann nichts hören. Ich glaube, die Straßen sind bereits tot. Nur noch Stille. Vermutlich bin auch ich bald nur noch ein versteinerter Leichnam. Ich kann mich noch erinnern, der Klang deiner Singstimme und der Anblick einer in Bilderbüchern vertieften Charlotte. Ich vermisse das alles. Das Beste, das ich zu Lebzeiten getan habe, war dich und Charlotte zum Schutz in die Kathedrale zu schicken. Ich wünschte, dieser Albtraum wäre endlich vorbei, wenn du und das Kind doch nur zurückkommen könnten. Aber das ist jetzt wohl unmöglich. Ich liebe euch, Louise. Ich bete, dass ihr dort in Sicherheit seid. Das werden wir erst rausfinden, wenn wir tatsächlich zum... zur Kathedrale kommen. Okay, hier sind wir gewesen. Da sind wir dann hochgeklettert, haben zwei Typen da oben geballert, die uns wahrscheinlich beschmissen hätten während dem Miniboss jetzt hier. Und dann ermordet. Weil sie mich die ganze Zeit zum Struggeln bringen. Na gut, ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das heißt, bis dahin, ciao.